Brief, Kapitel 12. 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Wir hatten in der vergangenen Woche damit begonnen, uns mit den sogenannten Geistesgaben, Gaben des Heiligen Geistes zu beschäftigen. Und für all diejenigen, die nicht da waren oder die einen kurzen Überblick haben möchten, was wir letzte Woche gesagt haben, denen sei gesagt, dass wir erstens festgestellt hatten, dass die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes was ist? Buße, Bekehrung und Gotteserkenntnis. Das hat versucht der Paulus in den ersten drei Versen dieses doch sehr berühmten 12. Kapitels deutlich zu machen. Wenn wir uns über den Heiligen Geist unterhalten, wenn wir uns beschäftigen mit den Geistesgaben, mit den Gnadengaben Gottes, dann sollen wir niemals vergessen, warum der Heilige Geist zuallererst gekommen ist, nämlich um die Menschen zur Buße zu führen, zur Bekehrung zu führen und Gotteserkenntnis zu schenken. Zweitens hatten wir festgestellt, dass Gott durch vielerlei Gaben in seiner Gemeinde und unter uns wirken möchte. Gott schenkt verschiedene Gaben und die Betonung liegt hier auf verschieden oder unterschiedlich, je nach Bibelübersetzung. Gott, der so unendlich kreativ ist, Gott, der so unendlich vielfältig ist, schenkt unendliche, vielfältige Gaben in seine Gemeinde und diese dürfen wir, nein, diese sollen wir auch genießen und uns nicht einseitig festlegen auf eine ganz bestimmte Art. Gott ist unendlich kreativ und er möchte unendlich vielfältig in uns und vor allen Dingen durch uns halten. Und damit sind wir auch schon bei dem dritten Punkt, den wir letzte Woche gesagt haben. Gott gibt seine Gaben nicht, damit du dich daran allein erfreust, sondern er gibt seine Gaben vor allen Dingen auch dafür, dass seine Gemeinde und Gottes Kinder, seine Kinder, dein Nächster, auferbaut und gestärkt wird. Er soll davon profitieren, dein Nächster, nicht du selbst. Ziel in und für deinen oder unseren Gabendienst muss immer sein, dass wir den anderen im Blick haben. Es geht nicht um dich, sondern es geht um deinen Nächsten, es geht um den anderen. Lesen nochmal gemeinsam 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Abvers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Ich möchte heute Morgen beginnen, mal die verschiedenen Gnadengaben oder Geistesgaben, die der Apostel Paulus hier in diesen 10 Versen aufzählt, mal uns aufzuschlüsseln. Das schaffe ich heute alles nicht. Das wird ein wenig dauern. Wir brauchen da ein wenig Zeit und ich möchte heute mal beginnen mit dem sogenannten Wort der Weisheit, mit dem Wort der Erkenntnis und das prophetische Wort. Andere bezeichnen es auch als Weissagen. Wir erinnern uns, was wir letzte Woche auch gesagt haben, dass der Apostel Paulus eine Liste hier aufgeschrieben hat, die verschiedene Gaben beinhaltet, die nicht genauer definiert werden.
und dass diese Gaben, die der Paulus hier aufschreibt, nicht vollzählig oder gar vollständig wären, vor allen Dingen, wenn man diese Gaben einmal vergleicht mit dem, was der Paulus dann im Römer 12 geschrieben hat, unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Zielrichtungen. Die Frage, wenn wir uns mit dem Wort der Weisheit, mit dem Wort der Erkenntnis und mit dem prophetischen Wort beschäftigen, die wir uns stellen könnten, lautet: Warum sind diese Gaben so wichtig? Diese speziellen drei Gaben, also das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und das prophetische Wort. Ich möchte dir drei Gründe nennen, warum diese Gaben wichtig sind, ohne dass die anderen unwichtig sind, aber warum wir uns gerade damit oder warum ich mich gerade damit zunächst beschäftigen möchte. Erstens soll die Gemeinde ein Ort sein, an dem Gott durch seinen Geist übernatürlich wirkt. Amen. Wir glauben doch, dass Gott heute noch real ist. Wir glauben doch, dass Gott heute noch wirkt, dass er sich heute noch mitteilt. Und der Ort, an dem er das tun möchte, das ist seine Gemeinde. Er möchte in seine Gemeinde, durch seine Gemeinde hineinwirken. Und wenn wir Gottes Wirken wohlmöglich kategorisch ausschließen, dann berauben wir uns selbst und dann sind wir nicht in dem Willen Gottes. Und das tut Gott durch diese Gaben, durch das Wort der Weisheit, durch das Wort der Erkenntnis und durch das prophetische Wort. Das tut er auch noch durch andere Gaben, wir werden das im Laufe der nächsten Wochen sicherlich sehen, aber das tut er auch durch diese drei Gaben. Zweitens, in dem Leben eines Christen sollten diese Gaben, von denen wir heute Morgen sprechen, sichtbar und erkennbar werden. Ich möchte es einmal so formulieren heute Morgen: Du brauchst das Wort der Weisheit, du brauchst die Gabe der Erkenntnis und Weissagung und das prophetische Wort möchte in dein Leben positiv hineinsprechen, positiv hineinwirken. Wir stehen als Christen in unserer westlichen Welt in einer gewissen Diskrepanz. Unser Verstand sagt uns das eine, wir werden das gleich sehen, und der Geist Gottes möchte uns etwas anderes sagen. Die Gesellschaft sagt uns das eine und der Geist Gottes durch sein Wort, das er inspiriert hat, möchte uns etwas ganz anderes geben oder etwas ganz anderes mitgeben. Durch die Gabe der Weisheit, durch die Gabe der Erkenntnis und durch die Weissagung oder durch das prophetische Reden möchte Gott, glaube ich, diesen Kreis durchbrechen und möchte mit seinem Geist, durch sein Reden in dein Leben hineinwirken. Damit sind wir bei einem dritten Punkt angelangt, warum diese Gaben heute noch wichtig sind, diese drei speziellen Gaben. Gott möchte sich in dieser Welt offenbaren, Gott möchte sich in dieser Welt zeigen. Natürlich haben wir letzte Woche auch gesagt, dass Wunder allein keinen Menschen zur Bekehrung führen werden. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Was ist das, was den Menschen zur Bekehrung führt? Das ist der Heilige Geist. Und trotzdem ist es das Zeugnis des Neuen Testamentes, ist das Zeugnis der Bibel, dass Menschen da, wo ein Wunder geschehen ist, sie aufmerksam werden auf das und der Geist Gottes noch eine viel größere Möglichkeit, in ihre Herzen und in ihr Leben hineinzusprechen. Der Glaube, der aufgebaut wird durch die Predigt, ein Herz, das geöffnet wird für das Wirken Gottes, ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Und all diese Gaben, die der Paulus hier aufzählt, und ganz speziell das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis und das Wort der Weissagung oder das prophetische Wort, sind dort ein ganz wichtiger Schlüssel. Beginnen wir mal mit dem Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit erstens. Fragen wir uns mal, was mit Weisheit gemeint sein könnte. Erstmal ganz kurz zur Zeit, so für dich. Was könnte mit Weisheit gemeint sein? Das Wort Weisheit ist ein Allerweltswort und kann so ziemlich für alles benutzt werden. Die Griechen waren ganz scharf darauf, also die alten Griechen, die Griechen heute, die brauchen das auch, aber die alten Griechen waren ganz scharf darauf, Weisheit zu definieren, Weisheit zu erlangen, in Weisheit zu leben. Also für all diejenigen, die irgendwann mal Griechisch lernen, das Wort Weisheit ist eines der ersten Wörter, das man lernt, weil es im griechischen Wortschatz so oft, im Altgriechischen so oft gebraucht wird.
in der Bibel und dann ganz speziell im Neuen Testament gibt es zwei Arten von Weisheit. So möchte ich das einmal hier definieren. Zwei Formen von Weisheit, die sich, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, teilweise extrem widersprechen. Zum einen meint die Bibel, wenn sie von Weisheit redet, die Weisheit dieser Welt. Also das, was weise, das, was klug ist in den Augen dieser Welt, zum Beispiel Philosophien, Lebenskonzepte, gewisse Haltungen und Einstellungen. Nun wissen wir, wenn wir, oder nun müssen wir, wenn wir nach Weisheit fragen, unbedingt zur Kenntnis nehmen, dass die Weisheit dieser Welt oder so wie diese Welt Weisheit definiert, oft im Gegensatz zu dem steht, wie Gott Weisheit definiert und was Gott für weise und für richtig hält. Und so schwer es uns vielleicht fällt, das zu akzeptieren, Gottes Weisheit und menschliche Weisheit, also das, was klug ist in den Augen der Menschen dieser Welt, scheint sich manchmal komplett auszuschließen, ja sogar abzustoßen, so wie Feuer und Wasser. Nur mal zwei Beispiele. 1. Korinther 1, Vers 19, da steht, denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Oder dann weiter im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. In der Schrift steht nämlich, er fängt die Weisen in ihrer eigenen List. Warum sage ich das? Wir unterhalten uns über das sogenannte Wort der Weisheit. Viele andere Stellen ließen sich hier noch anfügen, wo Paulus und das gesamte Neue Testament macht, Freunde, die Weisheit dieser Welt ist nicht mal identisch oder annäherungsmäßig gleich wie das, was Gott für weise und für richtig hält. Und damit sind wir bei dieser göttlichen Weisheit. Weil Gott, so müssen wir das mal vom Ansatz her verstehen, weil Gott unendlich weise ist, weil Gott unendlich vollkommen ist, sendet er seinem Geist, um uns seine Weisheit mitzuteilen. Im 1. Kapitel des Epheserbriefes, Vers 17 heißt es zum Beispiel, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Und damit sind wir, glaube ich, bei einem ganz wichtigen Punkt, wenn wir uns fragen, was bedeutet das Wort der Weisheit? Das Wort der Weisheit meint nämlich nicht Lebenserfahrung oder gute Ratschläge, sondern es meint das Reden Gottes in eine konkrete Situation hinein. Wenn wir eben festgestellt haben, dass die Weisheit dieser Welt nicht vergleichbar ist mit der Weisheit Gottes, dann kann dieses Wort der Wahrheit, Weisheit nicht ein guter Rat sein, ein guter Tipp, so nach dem Motto, der Herr redet, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das ist ein Sprichwort, das ist eine Volksweisheit. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber das ist nicht das Wort der Weisheit, durch das Gott mit seinem Geist zu uns und zu uns oder zu dir reden möchte. Die Bibel fordert uns auf, immer wieder nach Weisheit, nach Gottes Weisheit zu suchen, ihn darum zu bitten. Zum Beispiel im 1. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5, da heißt es, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemanden einen Vorwurf. Wir alle hier in diesem Raum stehen früher oder später oder immer wieder vor Lebensentscheidungen, die wir treffen müssen. Wir alle sind irgendwann vor die Wahl gestellt. Wie entscheiden wir uns? Den Weg oder den Weg? Soll ich dieses tun oder soll ich jenes tun? Und jetzt kommt der Punkt, wenn wir uns beschäftigen mit dem Wort der Weisheit, also mit dem göttlichen Reden Gottes in eine spezielle Situation hinein, das nicht zwangsläufig eine Volksweisheit meint
oder einen gut gemeinten Rat, könnte es nicht bedeuten, dass Paulus der Gemeinde in Korinth und